So, da bin ich auch schon wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und wir sind mal wieder da. Und wir sehen viel, nämlich Shadow Trooper Steel, doch Steel und Rückenaccessoire ist da. Aber kurz in eigener Sache, wie gesagt, unten im Passive Code seht ihr, bei 570 Abonnenten kommt die nächste Zahl hinzu. Und für alle komplett neuen, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist ein extra Video, wo ich mich einmal vorstelle und das mit dem Code genau erkläre. Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. So, dann würde ich sagen, wir gehen auch mal direkt rein in den Shop. Oha. Das ist natürlich nice. Das ist halt so eine Kategorie. Skin, den man eigentlich unbedingt haben will. Puh. Sieht einfach immer gut aus. Immer. Aber ich wette, dass halt jetzt alle damit rumlaufen. Weil es natürlich ein Skin ist, der natürlich einfach legendär ist. Es ist zwar selten, aber in meinen Augen ist er halt legendär. Das ist halt, also, wenn ihr euch einen Skin holen wollt, dann wäre das halt so auf jeden Fall ein Kandidat. Dazu natürlich noch der männliche. Dann gerade mal nach Stilen gucken. Einmal der, dann der und der ganz weiße. Aber ganz ehrlich, der ganz weiße, der ist, glaube ich, zu hell in der normalen Welt. Da würde ich schon eher den nehmen. Weil der helle, damit fallt ihr richtig auf. Da wir keinen Schnee mehr haben, hätten wir noch die Schneewelt, würde ich sagen, ja, haltet euch in der Schneewelt auf. Alles kein Ding. Aber wir haben fast nur grün. Fast nur grün, ihr werdet so auffallen. Aber an sich natürlich ist klar. Wenn ihr den Skin haben wollt, also da würde es sich halt wirklich lohnen, in meinen Augen. So, dazu gibt es noch die Schädelsichel. Und der Sargsegler. Oh, der sieht auch nicht mal schlecht aus. Ach, der kommt noch da raus. Das ist natürlich nice. Was gibt es hier für eine Stilvorschau? Einmal so, den haben wir schon gesehen. Toll, einmal in grün und einmal in blau oder wie? Gut, da haben sie aber jetzt. Hui, hui, hui. Da ist aber ein riesen Farbunterschied. So, was haben wir denn noch im Shop? Ich glaube, das hier ist einer der besten Shops seit langer, langer Zeit. Dann haben wir einmal noch den Basketballer drin. Und der Skin gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Also wenn ich den sehe, denke ich mir auch immer, ja, den könnte man ruhig auch haben. So, dann haben wir noch die Dreifach betrogen. Dreifach betrogen, ja, ist richtig. Aber ganz ehrlich, in meinen Augen nicht vergleichbar mit ihm. Das hier sieht einfach aus wie so, ja, 0815 Skin in meinen Augen. Das hier ist halt Baba. Die Tätowierungen und alles. Hätten sie die eigentlich auch so machen müssen. In meinen Augen. Oder was meint ihr? Also ich finde, die zwei Skins kann man nicht vergleichen, auch wenn sie eigentlich dasselbe aussagen sollen. So, dann haben wir den. Diese Spitzhacke. Ich meine, klar, so passt zum Skin, aber naja. Weil wer rennt mit dem Basketballkorb durch die Gegend? Ich glaube, ich habe die Spitzhacke selbst auch noch nie in-game gesehen, irgendwo in der Lobby. So, dann haben wir noch den Kleiter. Ah. Ja. Aber ganz ehrlich, was soll Epic Games da auch machen? Das ist halt echt die Frage. Weil würdet ihr einen Kleiter nehmen, der aussieht wie ein Basketball, wo einfach nur unten zwei Griffe dran sind? Aber wäre in meinen Augen sogar besser als das hier. Ist halt genauso wie die Spitzhacke. Die Spitzhacke ist dann lieber einen aufgespießten Basketball. Ganz ehrlich. Aber wir gucken mal weiter. Und dann Vulture. Den feiere ich auch so, den Skin. Sieht halt echt schon nice aus. Hallo, geht, bleibt da drauf. Also, mir gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich sage, heute sind in meinen Augen die besten Skins überhaupt mit drin. So, Ballkunst.
Und ihr wisst ja, wenn ihr den Skin haben wollt, einfach meine letzte Aufgabe angucken mit dem Fischangeln. Ja, ist gar nicht schlecht. Die Musik dabei, Sache, Musik ist das A und O. Auch wenn sie mich selber nervt. So, dann haben wir noch extra. Oh Gott. Ich kann diese langen Wörter nicht lesen. Extraterrestrial. Läuft bei ihm. Ah, die Musik ist auch geil. Obwohl die so simpel ist, die Musik. Aber sie ist gut. So, dann haben wir noch Phoenix. Ein kleiner stinkender Fuchs. Den sieht man komischerweise wieder öfters. Auch bei vielen anderen YouTubern habe ich sie jetzt öfters gesehen. Aber ja, ist halt schon. Ja, der Skin hat schon was, weil er ist halt komplett anders als alle anderen. Auch hier mit der Pfote und alles. Also der Skin ist schon irgendwo was Besonderes, finde ich. Weil er sich halt wirklich abgrenzt von den normalen Skins. So, dann kommen wir noch zu den neuen. Einmal Balltalent. Ja, ist nicht schlecht, aber in meinen Augen zu lang. Ja, die Animation an sich ist ziemlich lang. Kann man jetzt halt gutheißen oder auch nicht. So, dann grinsender Ghoul-Rucksack. Haben wir auch verschiedene Stile. Wartet. So. Ah, der ist komplett weiß und der ist schwarz-weiß. Aber ganz ehrlich, mir gefällt der absolut gar nicht. Ne. Der Rucksack ist ja immer, weiß, das ist jetzt keine Ahnung. Sieht aus wie so ein 3 Euro bei Kick gekaufter Rucksack. Der gefällt mir überhaupt nicht. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Aber wie gesagt, heute wird sich eigentlich lohnen, wenn ihr die zwei noch nicht habt oder einen noch nicht. Da kann ich verstehen, wenn man zugreift. Weil selbst ich bin am Überlegen, mit meinen fast 1700 V-Bucks mir einen von beiden zu holen. Aber ich glaube, wenn ich mir einen holen würde, wäre das sie. Oder? Das ist echt nicht einfach, ey. Ohne Quatsch, wen holt ihr? Wenn? Weibliche Form oder männliche Form? Also ich bin da echt hin und her gerissen. Weil ich finde, so sieht die besser aus. Aber wenn ich mir die jetzt dann wieder so angucke, dann finde ich irgendwie, ist es wieder zu übertrieben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil da sieht die besser aus, als wenn man die so anguckt. Ja, wir gucken mal. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ich weiß es echt nicht. Also ohne Quatsch, schreibt mal in die Kommentare. Wen würdet ihr holen? Links oder rechts? Also männlich oder weiblich? Und dann würde ich so sagen, beenden wir das Video mal. Wie gesagt, wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, bei mir gibt es immer irgendwas. Irgendwas gebe ich euch immer zurück. Ich verdiene noch keinen Cent damit. Ich habe jetzt schon 50 Euro ausgegeben. Aber von nichts kommt nichts. So, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und gebt nicht zu viel Geld aus. Denkt dran, Weihnachten steht auch bald vor der Tür. Nee, Quatsch. Alles klar, haut rein.